Willkommen zurück hier bei Let's Play The Evil Within 2. In der letzten Folge haben wir den Typen hier erledigt und ja, natürlich tut er mir ein bisschen leid, keine Frage, aber es war einfach so nervig. Mal gucken, ob der ganze Kram jetzt hier gelöscht wird. Sieht schlecht aus. Sogar sehr schlecht. Liegt hier vielleicht noch irgendwo ein bisschen Munition rum? Ich sollte vielleicht auch meinen Timer starten. Genau darauf habe ich noch gewartet. Gut. Dann können wir jetzt theoretisch in den Raum gehen, der uns da eben genannt wurde. Und mal nachschauen, ob da diese Maschine ist, die wir angeblich zerstören sollen. Hallo. Ich wäre nie. Lol. Nein. Okay, machen wir das mal. Nein. Ich glaube, du hast eher ein paar Einbildungen. Was? Aber sie ist harmlos. Sie ist nicht... Nein. Ich wäre niemals ungehorsam. Natürlich werde ich. Was immer sie wünschen. Yukiko, hörst du mich? Ich bin im Fabrikationsraum. Zugangsberechtigungen sind wertlos, wenn alle tot sind. Also, komm einfach zu mir. Ich muss... dir was zeigen. Es ist wichtig. Dieser Arsch. Tut mir leid, Yukiko. Aber er verlangt es. Dieser blöde Arsch wollte sie eiskalt umbringen. Das finde ich natürlich nicht so nett und ja. Ein Markenzeichen. Theodor hat seine Finger hier überall im Spiel. Fast so etwas wie eine Art. Ach, der Typ nervt so. Mit dem stimmt doch irgendwas ganz gewaltig, nicht? Schön viel seltsamer Kram hier. Anscheinend hat er was gebaut. Vielleicht diese Maschine, von der er geredet hat. Okay, du wartest hier kurz. Ich gehe kurz durch den Spiegel. Will mich ein bisschen umgucken. Und ich glaube, wir haben sogar ein Dia gefunden, oder? Kann das sein? Bin mir nicht ganz sicher. Jawohl. So, Damals, als wir aus Beacon rauskamen, war das. Kidman, bitte komm. Ich bin hier, Sebastian. Was ist? Hattest du schon mal das Gefühl, nicht zu wissen, was noch real ist? Öfter, als du denkst. Aber sicher nicht so oft wie du. Als ich das erste Mal im Stam war, wusste ich nichts davon. Und danach war ich mir nie ganz sicher, ob ich wirklich draußen war. Und als ich erklären wollte, was dort passiert war... Erklärten dich die Leute für verrückt. Natürlich. Wenn mir jemand so eine Geschichte erzählt, würde ich ihn einweisen lassen. Ja. Selbst ich als Mobius-Agentin brauchte Zeit, um alles zu verarbeiten. Es war wie in einem andauernden Déjà-vu. Manchmal bin ich noch immer etwas verwirrt. Und darum bist du diesmal draußen geblieben? Ich will nicht wieder in den Stam, wenn es nicht unbedingt sein muss. Du kannst dich glücklich schätzen. Union ist wie ein Déjà-vu in einem Traum über ein Déjà-vu. Ich hoffe, ich komme hier raus, ohne verrückt zu werden. Und ich hoffe einfach nur, dass du rauskommst. Punkt. Ich glaube, wer einmal drin war, kommt nicht ohne Schäden wieder raus. Der Stam zeichnet dich auf eine Art, die noch keiner versteht. Wieso geht man dann überhaupt da rein? Keiner versteht's, aber yay, wir bauen da einfach mal so eine Stadt auf mit 50.000 Leuten. Und die dürfen dann alle ganz viel Spaß daran haben. Ist mir egal, was dann mit denen passiert. Okay, hier scheint es nichts mehr zu geben. Oh, das ist aber nett von dir. Vielen Dank, Katze. Ich weiß nicht, ich glaube, Gehirn sollten wir noch nicht ausgeben. Das können wir noch ein bisschen sparen. An Waffenteilen haben wir jetzt auch nicht so viel. Hier könnten wir noch ein paar Kugeln herstellen. Das fände ich super. Okay, dann speichern wir hier auch einmal. Diese Möglichkeit sollte man vielleicht mal nutzen, falls das Spiel irgendwann mal abschmiert. Und
Und dann gehen wir erstmal wieder zurück. Möchtest du dich vielleicht umdrehen und da durchgucken? Danke. Ja. Sie müssen da jetzt nicht durchbuggen. Vielen Dank. Sie kennen also Theodore Wallace? Natürlich. Er ist der Einstellungsleiter. Aber was macht er im Stan? Und warum tut er das? Da gibt es so einiges, von dem Sie nichts wissen. Theodore will Lily für sich. Sie haben gesehen, was er O'Neill angetan hat. Das tut er hier drin jedem an, wenn er muss. Er reißt hier alles auseinander, um Lily zu bekommen. Das kann ich nicht zulassen. Oh, das sieht aus wie dieses Emitter-Ding. Was ist das? Ich bin mir nicht ganz sicher. Aber das sieht stark nach einem Stabilisierungs-Emitter aus. Was es auch ist. O'Neill sagte, wir sollen es zerstören, also tue ich es. Und ich weiß auch schon, wie. Ich bin's. Sebastian, ich dachte schon, du hättest mich vergessen. Hast du deinen Kuchenteig schon scharf gemacht? Ja, ich brauche nur eine Gelegenheit, ihn einzusetzen. Gut, ich schicke dir meine Koordinaten. Bring die dicken Knarren. Wir gehen auf die Jagd. Verstanden, bin schon unterwegs. Bis bald. Das freut mich doch zu hören. Das wird lustig. Ich bin hier fast fertig. Sag Bescheid, wenn es losgehen kann. Okay. Gibt es hier noch Kram? Natürlich. Den nehme ich natürlich mit. Sieht hier aus, als würde es hier auch so Stamwannen geben. So ein komischer Kerzenbaum, total kitschig. Also der Typ hat einen echt komischen Geschmack. Wir sind hier nicht in der Kirche. Möchte ich nur mal kurz anmerken. Ich hoffe, das weiß der auch, aber der tut ja auch so... Wie jemand, der unbedingt in der Kirche sein will. 8 von 32, wir haben fast gar keine bisher gefunden. Schon sehr lustig. Okay, hallo. Sag mal, Torres. Du kanntest Hoffman also vorher schon? Jeder kennt Hoffman. Man kommt nicht zu Mobius, ohne vorher durch ihr Büro zu gehen. Kann man ihr trauen? Früher hätte ich nein gesagt, aber wenn einen die Bosse sitzen lassen, kann man seine Position schon mal überdenken. Sie steckt hier genauso fest wie wir. Du bist dir also nicht sicher? Ach, sie ist schon okay. Nur ein bisschen kalt. Ich habe Probleme, Leuten zu vertrauen, die mich ansehen, als wäre ich irgendwas in einer Petrischale. Ich weiß nicht, was passieren wird, wenn wir dieses Ding hochjagen. Ich auch nicht. Aber wenigstens sitzen wir nicht rum. Wir werden Theodore nicht dazu bringen können, Lily in Ruhe zu lassen. Er scheint mir nicht der Typ Mensch zu sein, den man dazu überreden kann, das Richtige zu tun. Du gibst mir also den Befehl, sofort zu schießen? Du solltest nur auf alles vorbereitet sein. Schwer zu sagen, was hier gleich geschehen wird. Nichts für ungut. Aber wie kommt jemand, der so klug und eigensinnig ist, in eine Organisation wie Mobius? Ich war Sprengstoffexpertin bei der Army. Sie haben mich für verdeckte Operationen an Mobius ausgeliehen. Als mein Dienst beendet war, meldeten sie sich. Und du hast einfach so mitgemacht? Sie haben sich ziemlich gut verkauft. Sie sagen einem nicht alles, wenn man beitritt. Ich hatte einige Aufgaben, auf die ich nicht stolz bin. Sie erwarten blinden Gehorsam und wenn man sich widersetzt, als Myra mir die Chance bot, rauszukommen, musste ich sie einfach ergreifen. Trotz der Dinge, die ich tun musste, habe ich noch einen Funken Moral in mir. Okay, dann beginnt der Spaß jetzt. Die Maschine hochzujagen? Das reicht für 10. Bereit, wenn du es bist. Es kann losgehen. Ich schaue mir die Ausrüstung im anderen Raum an. Viel Glück. Ich hoffe mal, die passt auf sich auf. Ich glaube, okay, ich nenne diese Folge jetzt Knalls. Arschtritt beginnt in 3, 2, oder Operation 1. Arschtritt. Alles okay, Torres? Torres? Wo bist du? Sebastian Castellanos.
Sie weigern sich, in die Dunkelheit zu treten. Also versuchen Sie, mich ans Licht zu bringen. Ihre übereilten Entscheidungen waren schon immer Ihr Verderben. Kommen Sie, ich warte. Ich auch, mein Freund. Alter, Kapitel 12, der Abgrund, ja moin. Ich habe mir vorgenommen, das nicht mehr zu sagen, also ich gebe mir Mühe. Ups. Ich hab dich doch totgetreten. Wieso rennt er, wenn man S drückt, immer in die falsche Richtung? Ja, genau. So. Hä, wir haben keine mehr? Ach, was ein Scheiß. Wir laufen hier jetzt praktisch mit halber Gesundheit rum. Bitte stehen Sie nicht wieder auf. Mehr Pistolenmunition, das ist natürlich nice, aber ich glaube, wir haben eh noch nicht so viel Munition gesammelt, dass wir das ausnutzen könnten. Okay, tschüss. Das nehme ich natürlich noch gerne mit. Danke für das Gehirn. In love with Gehirn. Please more und so. Okay, wir sind hier also anscheinend in irgendeiner Gruft drin. Ich hoffe mal, der Typ, der bewegt sich jetzt gleich nicht. Bitte bleib einfach weiter bei deinem komischen Fressen. Bei deiner Fressorgie. Genau, wenn du das machst, dann passt das schon. Was ein schicker Anzug bzw. Hemd oder was auch immer. Bin mir ziemlich sicher, dass der dahinter ist. Dem will ich nicht unbedingt begegnen. Der sieht nicht so nett aus. Oh, fuck. Ich will noch die Munition von da hinten haben. Oder was das auch immer ist. Lol, die verfolgen mich einfach alle. Ach nö, ich muss hier kurbeln. Okay, die scheinen erstmal erledigt zu sein. Möchtest du vielleicht kurbeln? Das fände ich sehr, sehr nett, mein Freund. Oh, oh. Da tut sich halt irgendwie gar nichts, ne? Ja, moin. Was ist denn bei dem falsch? Der explodiert ja sofort. Kann ich dann auch einfach einmal auf ihn schießen und dann ist er auch weg? Oh, wieder alles neu machen. Geil. Ja, ja. Auch 100%ig die echte. Miststück. Wegen dir habe ich jetzt einmal zu viel geschossen. Ich kann es ja wohl nicht glauben, ey. Nee, ich hätte ganz gerne den Revolver, bitte. Hier habe ich auch nur noch 4 Schuss und hier habe ich noch einen drin, da habe ich noch 3 drin. Okay, wir lassen erstmal den hier. Laden hier auch direkt mal nach.
Okay, ich muss noch gucken. Da hinten ist auf jeden Fall das Tor. Dann sollte ich mich überall erstmal in aller Ruhe umschauen. Da war die Tasche für die Munition. Die kommt auf jeden Fall mit. Der steht, glaube ich, erstmal nicht wieder auf. Mein Äxte-Inventar ist leider voll. Du siehst mich nicht. Gute Nacht. Och nee, um den muss ich mich halt jetzt echt kümmern. Cool. Der ist doch jetzt tot, oder? Mist. Gute Nacht. Oh oh. Kannst du bitte einfach mal vernünftig zuschlagen? Danke. Ich war doch irgendwo noch eine Axt. Danke. Mist, nichts mehr. Okay, dann bleibt uns gerade nichts anderes übrig, außer die Waffe zu wechseln. Dann nehmen wir erstmal die hier. Da liegt noch ein bisschen Schwarzpulver. Nee, da hinten glänzt nur noch das Blut, was da liegt. Stimmt auch richtig geil, hier durchzulaufen. Wo denn? Oh, hallo. Tschüss. Wir könnten ja versuchen, noch die Axt von da hinten zu holen. Irgendwo hier müsste die liegen. Aha. Cool. Gut, dann könnten wir da jetzt theoretisch ganz normal durchgehen. Mal gucken, ob es dieses Mal funktioniert. Beim letzten Mal hat es ja nicht so gut funktioniert. Okay, ich drücke die ganze Zeit E und es tut sich trotzdem fast gar nichts. Aha. Gut, ich würde sagen, was uns auf der anderen Seite dieser wunderschönen Tür erwartet, das sehen wir in der nächsten Folge. Bis dahin.